Da ist unser Turm. Ja, das ist ja praktisch wieder zu Hause. Naja, also. Also ich bin jetzt vollends verwirrt. Wir sind nicht durch Sumpfbiom gelaufen. Da sind wir vielleicht dran vorbei. Aber da hinten ist doch eine Ebene. Ich laufe jetzt mal dahin. Vielleicht ist es ja diese hier. Und vielleicht mache ich diese Stifte ein bisschen zu hoch. Also jetzt mal in diese Richtung. Da ist ja noch, da hinten ist ja irgendwie irgendwo Ebene. Will ich jetzt da außen rum? Ja, scheint jetzt kürzer zu sein. Also hier kamen wir definitiv nicht vorbei, aber das soll jetzt gleichsam eine Abkürzung sein. Ich meine, kein Umweg ist länger als eine Abkürzung. Also eine unbekannte Abkürzung, muss man sagen. Ja, unbekannte Abkürzung. Aber in dem Fall geht das wohl. Da vorne sehe ich die Birkenholzhütte. Ja, aber das... Ich glaube nicht, dass wir von da kamen. Ja, vielleicht sehe ich mir doch mal noch die ersten Folgen an. Da hinten ist eine Ebene. Also das habe ich ja schon jetzt vor einiger Zeit mal gesehen. Da habe ich, glaube ich, euch auch berichtet von Plänen, die ich da eventuell noch habe. Jetzt will ich mal dahin. Denn wir sind über eine Ebene gelaufen, bevor es in den Wald ging. Und ich glaube, es sollte mal in eine Höhle gehen, weil es Nacht wird. Ja. Aber da ist eine Ebene. So, wir laufen mal eben da ins Freie, dass wir ein bisschen weiter blicken können. Ja, das Trubadix-Haus ist hier nicht weit entfernt. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Jetzt gehen wir nochmal hier oben drauf, da, dass wir ein bisschen mehr Ausblick haben. Und dann buddeln wir uns wieder ein und übernachten dort. Tja. Da sind schon die ersten Zombies. Da hinten ist Fichtenwald. Da waren wir auch nicht. Na, jetzt mal raus mit der Schaufel. Da vorne steht auch ein Zombie. So, rein in die Erde. Und zur Seite. Ein bisschen Platz machen fürs Bett. Na, das genügt. Fackel hin und zubauen. Oh, noch was offen. Ach ja, also noch ein bisschen Abendessen. Und dann noch ein Bett hinstellen. So, rein da. Okay, guten Morgen, liebe Sorgen. Also das ist gut zu wissen, dass da hinten so Birken, sag ich so, Fichtenwälder sind. Stellen wir mal hier was hin. Ne, das hier. Das ist auch schönes Holz immer. Das gefällt mir ganz gut. Und bevor ich da runtergehe. Also, nee, da hinten, das ist die falsche Richtung. Da sind Schwarzeichen.
Ja, hier, da lang. Lass uns da in diese Richtung gehen. Aber ich irre jetzt im Grunde nur noch planlos hin und her, weil ich keine Ahnung habe, wohin. Also ich meine, dass ich doch nicht so lange, nachdem ich die Ebene verlassen habe, durch Wald gelaufen bin. Nix da. Weg hier. Ja, ist das ein Schaf hier? Ja, dann war der hier wohl nicht. Da ist wieder Wüste. Da ist auch ein Schaf. Also irgendwie zieht es mich wieder in diese Richtung. Muss nur irgendwie hochkommen. Ah, guck mal, da vorne steht wieder so ein Stift. Ja, da waren wir schon mal. Also und zwar jetzt in der jetzigen Aufnahme. Das ist ja hier wieder bei dieser Wüste. Das ist nichts Neues. Doch, das ist was Neues. Wir sind aber auf der Suche nach den alten Stiften. Ja, hier nehme ich mal mit. Ja, dann war das vielleicht doch nicht so verkehrt hier. Deswegen habe ich jetzt ja auch wirklich die Bruchsteine mitgenommen, um aus Bruchsteinen die Markierung zu machen, denn die anderen, die waren ja aus Erde. Ich muss jetzt überlegen, also da vorne sieht es zwar auch nach Ebene aus, oder? War es vielleicht doch eine komplett andere Richtung? Naja, wir suchen einfach mal ein bisschen weiter. Da vorne, das sieht wieder so nach Ebene aus. Aber dann wären wir ja hier irgendwie. Ach, da auch. Da wachsen Tulpen, das ist schön. Und überhaupt sind hier viele Blumen, das ist. Daran kann ich mich auch nicht erinnern. Sieht sehr schön aus. Da ist wieder ein Sumpfbaum da vorne. Da auch. Ja, los, rüber da. Tja, vielleicht ist das ja tatsächlich richtig. Ach ja, mal sehen. Ja, es ist eine nette Gegend. Also immerhin brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Ja, ich habe schon wieder vergessen, diese Stifte zu setzen. Setzen wir mal hier einen hin. Also ich habe ja die Koordinaten aufgeschrieben und dann werde ich die auch nutzen. So. Und insofern macht mir das jetzt keine Sorgen. Also zurück werden wir auf jeden Fall wiederfinden. Egal von wo. Die Frage ist nur, wir wollen ja jetzt irgendwo anders hinfinden. Ob wir denn da hinfinden. Aber diese Ebene hier. Gut, den Stift kann man noch sehen. Die sieht doch schon mal gar nicht verkehrt aus. Naja gut, aber wer weiß. Dann müsste hier bald so ein Stift stehen. Ja, ich sehe hier aber keinen. So, mal ein bisschen höher da. Also hier sehe ich nichts. Ich gehe mal nach da vorne hin. Da müsste da vorne ja mehr kommen. Aber ich glaube, ja gut, das. Oh, ach. Jetzt habe ich schon gedacht, da wäre so ein Stift. Aber nein, es war nur Landschaft, die sich langsam aufgebaut hat. Also so eine Schlucht, das kann ich mich jetzt auch nicht erinnern.
Nee. Ja, schade. Wäre schön gewesen, wenn das so ein Stift jetzt gewesen wäre. Okay, da ist wieder so ein Sumpfbiom. Ja, und das da, das ist... Ich gehe mal hoch da, aber das ist ja auch nicht das Richtige. Naja, also ich meine zur Not. Ich meine, also... Das ärgert mich jetzt schon, dass das so kompliziert ist. Ich dachte, das wäre ganz einfach. Ich will es noch nicht aufgeben. Doch, wir kamen auch an solchen großen Felsen vorbei. Ja, und ich kann mich erinnern, da habe ich dann irgendwas davon erzählt, dass ich es irgendwie schade finde, dass sich die Landschaft da erst so langsam aufbaut, weil man dann große leere Flächen erstmal vor sich sieht und dann meint, da sei mehr. Oh, muss man was essen. Und dann freut man sich schon, dass da endlich mal mehr kommt, aber dann ist da eben doch kein Meer. Das habe ich erzählt, als ich an so einem großen Felszeug vorbeigelaufen bin. Ich kann mich erinnern. Ja, aber das war wahrscheinlich nicht das hier. Nee, dahin. Hier, Moment mal, was ist da? Da steht ein Stift. Das ist tatsächlich einer. Da vorne, hier seht ihr, da. Und der scheint aus Erde zu sein. Ein Baum ist das wahrscheinlich nicht. Jetzt hier hinter. Tatsächlich, da ist einer. Ja. Da steht er vor uns. Hey, wir haben was entdeckt. Also hier waren wir schon mal. Anno dazu mal. Dann ist das die Erinnerung mit den Sumpfbäumen also doch richtig. Okay. Ja, das gibt doch Hoffnung. Okay. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht ging ich dann tatsächlich in diese Richtung. Aber... und danach, nach diesem Film, ja, da war die Ebene und dann habe ich aufgegeben, solche Stifte zu setzen. Moment, da steht auch einer. Da steht auch einer. Da gehe ich gleich hin. Jetzt will ich aber erstmal noch zur Sicherheit da vorne einen hinsetzen. Hier, denn von da kamen wir. Wir sind jetzt dazwischen den Bergen gelaufen, aber das ist jetzt egal. So, hier will ich jetzt einen hinsetzen. Oh, so. Okay, das soll genügen. Ach ja, hab's auf den Baum geschafft. Also, okay. Da hinten war einer. Also kamen wir wahrscheinlich irgendwie von da. So, da ich sehe ihn, ja. Also da kam ich doch gerade eben durch, hier. Ja, genau, ich kann mich an das Wasser erinnern. Das war ja noch gerade eben. Na los, hoch da. Ach, dann waren das vielleicht tatsächlich diese Felsen, wo ich das gesagt habe, mit diesen, sich aufbauenden Landschaften da und so. Okay, aber von hier aus sehe ich jetzt... Ja, oder, ah, guck mal da, das sieht schön aus. Ja, die sind gar nicht so hoch. Mal eben noch was essen.